Und damit herzlich willkommen zu den Konsolenmissionen von Command & Conquer Remastered. Missionen, die es ansonsten nur per Mods und per hier Bonus-Downloads gab ansonsten und ursprünglich nur für die Konsolen gedacht waren. Gut, ich würde sagen, wir schauen uns mal die erste Mission an. Wir haben insgesamt 10 an der Zahl, davon 6 GDI, 4 Not. Ich würde sagen, wir machen es einfach in Reihenfolge, da haben wir zwischenzeitlich auch mal ein bisschen Not-Abwechslung drin. Und ich habe lange überlegt, ob ich die Mission jetzt spiele oder nicht, weil ich habe mal reingeschaut und die haben sich jetzt nicht so abgehoben. Aber noch ein bisschen Überlegung, denke ich mir. Gut, die 10 Stück mache ich jetzt auch noch. Wenn schon, dann habe ich es wenigstens 100%, ne? Dementsprechend machen wir die Mission und schauen mal rein. Auch wenn sie jetzt nicht allzu sonderlich besonders heißen, wie die Mission hier mit Stromausfall, Höllenzorn, infiltriert. Hier hast du einfach nur von 1997 Special Ops 1, 2, 3 und einmal die Geheimmission in Leadspeak und Special Ops 1, 2, Special Ops 1, 2. Aber hey, es kommt ja auf die inneren Werte an, ne? Und Zwischensequenzen gibt es hier auch nicht. Dementsprechend gibt es auch fürs Thumbnail wahrscheinlich nur das Standard hier Command & Conquer Wallpaper-Logo und so. Gut, was haben wir denn bei der ersten Special Ops-Mission? Schalten Sie mit dem Kommando die Notwachtürme am westlichen Strand aus. Ich wollte den Stand lesen. Anschließend werden dort GDI-Truppen anlanden können. Setzen Sie Verstärkung ein, um die nördliche Notbasis zu zerstören. Und hier das gute alte Passwort für die Konsolen. Das ist was sehr, sehr Interessantes. Für die Konsolen gab es zwar damals Memory Cards, aber, also zumindest für die PlayStation 1, braucht für die Version damals, ich kann mich erinnern. Jedoch gab es manche, die hatten keine Memory Card, oder es gab manche andere Konsolen, die keine Memory Card hatten. Deswegen wurde bei Konsolen auch sehr, sehr häufig einfach ein Passwortspeichersystem verwendet, dass, wenn du das Passwort eingegeben hast, einfach zum gewissen Level gekommen bist. Aber gut, starten wir. Und da geht es jetzt dann sofort ins Gefecht. Ohne Zwischensequenz. Jetzt müsste eine kommen. Nee, ich habe extra mal reingeschaut gehabt. Ja gut, okay, wir haben nur diese kleinen hier, Truppen werden ausgesandt und so und Satellitendaten ausgewertet. Okay, hallo Kommando. Kein Problem. So, erstmal. Kein Problem. Kein Problem. Erstmal ganz kurz gucken, was für eine Spielgeschwindigkeit haben, weil wir haben schnell. Machen wir mal normal erstmal. Sollte reichen. Und erstmal wird ein kleines bisschen reinkommen. Meine letzte Aufnahme von Command & Conquer ist wieder einen Monat her. Ich habe jetzt von einem Monat ja sehr viel aufgenommen. Ich habe da die gesamten restlichen Special-Missionen fertig gemacht und das hat dann für einen ganzen Monat ausgereicht. Dementsprechend. Aber eine Sache ist die, warum ich jetzt diese Geheimmission mache. In weniger als einem Monat kommt Iron Harvest raus. Und das würde ich gerne let's playen direkt nach Command & Conquer. Und ich habe mir überlegt, okay, wie fülle ich jetzt den einen Monat? Mit so 10 bis 15 Folgen irgendwie von irgendwas. Okay, da passen die Special Missionen eigentlich perfekt rein. Ansonsten hätte ich vielleicht mein Z-Let's Play, das ich voraufgenommen habe, noch zeigen können. Das Problem mit dem Z-Let's Play ist, zum einen sind 20 Folgen, das wäre ein bisschen zu viel. Und zum anderen habe ich es mir extra als Backup-Let's Play gehalten, das Z-Let's Play für den Fall, dass ich mal dann meinen Umzug habe. Der jetzt auf jeden Fall ansteht, unausweichlich. Und, hi. Was zur Hölle geht? Ansonsten alles okay, ja? Ich hab so das Gefühl, ich hätte schneller sein sollen. Hi. Krieg ich den? Das war eine schlechte Idee. Ich meine, ich mach zwar Schaden. Und das Vieh kriegt mich nicht. Das Vieh, hier. Flammenpanzer-Chan. Kein Problem. Wird erledigt. Kein Problem. Kein Problem. Schon dabei. Ja, ich hab ihn fast. Jawohl. Ich glaube, es ist schon so gedacht, dass ich den kaputt mache. Oh Gott, da hinten ist noch einer, oder? Oder sag bitte, dass es ein Flammensoldat ist. Wird erledigt. Schon dabei. Schon dabei. Im Übrigen, was ich demnächst auch mal im Voraus... Ah, Flammensoldat, sehr schön. Was ich übrigens demnächst mal auch im Voraus aufnehmen werde... Schon dabei. Ist Tiberian Sun. Also Tiberian Sun will ich auf jeden Fall auch spielen. Ich habe alles dafür vorbereitet. Ich habe geschaut, weil man kriegt es tatsächlich zum Laufen, ohne einen speziellen Patch dafür zu installieren. Ich habe alles vorbereitet und geschaut, dass ich Tiberian Sun laufen kann. Tiberian Sun. Auch schöner Name. Ich habe auf jeden Fall geschaut, dass ich es zum Laufen bekomme. Und es ist soweit alles vorbereitet und ich werde es jetzt dann irgendwann vielleicht mal aufnehmen. Und das ist dann vielleicht auch für so Anfang nächstes Jahr. Oder so, dass ich das dann mal bringe.
Weil demnächst werde ich genug zum Let's Playen haben, da kriege ich das sowieso nicht rein. Ah. Hallo, Hambi. Die Frage ist nicht nur das Hambi, sondern auch das Hambarum. Kein Problem. So, oh Gott, das Schiff sieht ziemlich ramponiert aus. Und was ich für irgendwann vielleicht auch mal voraufnehmen werde. Was ich irgendwann dann mal, wenn es sich zeitlich besser anbietet, mit einbringe. Hui. Ist... beziehungsweise sind... die Bonusmissionen für Command & Conquer Alarm Stufe Rot 1. Da wollen wir auch irgendwann die Mission spielen und ja. Ich könnte die Küche kaputt machen, aber nicht unbedingt. Ich meine, die Truppen, ich baue ja nicht meine Basis. Das heißt, die Mission geht relativ fix. In Ordnung. Jawohl, das ist wieder eine Mission, die könnte ich mir auch schwer sehr schlecht vorstellen. Mit den Einheitenwertenveränderungen. Weil auch schwer sind die Buggies ja locker genauso stark, wenn nicht sogar stärker als die Humvees. Und dann wird es echt schwierig. In Ordnung. Obwohl, jetzt haben wir noch Kampfpanzer. Sind eingetroffen. Ja gut, okay, jetzt könnt's so langsam dadurch gehen. Jawohl, Sir. Oh ja, ich habe so einige Sachen, die ich noch Let's Playen will, aber jetzt demnächst nicht reinkommen zeitlich. Man sieht die Matchups. Man sieht so, okay, die beiden Buggies gegen die beiden Humvees, jetzt die Panzer gegen die Panzer. Schon dabei. Ich habe jetzt das restliche Jahr, es sind noch einige Releases. Iron Harvest, dann Riftbreaker soll rauskommen, was mich auch sehr, sehr interessiert. Beim Mafia Remake bin ich noch mal überlegen, ob ich Let's Playen will oder nicht. Da bin ich mir noch unsicher. Aber was auf jeden Fall eben noch auf der To-Do-Liste steht, ist eben Stronghold Warlords. Das bedeutet, ich habe noch genug für dieses Jahr. Bestätigt. Das ist weshalb die meisten Projekte, die ich ansonsten so überlegt hatte. Schon dabei. Jawohl, in Ordnung. Bestätigt. In Ordnung. Ein bisschen hinten anstehen müssen und wahrscheinlich erst 2021 kommen. Jawohl, kein Problem. Wie etwa Tiberian Sun. Oder mehr von Total War Warhammer 2. Wollen ja auch viele Leute sehen. Viele Projekte, die etwas langfristiger sind. Und natürlich auch mein Z-Let's Play, was ich ja mal extra aufgenommen habe in Hinterhand. Was jetzt auch schon... Also ich habe das irgendwie im Februar aufgenommen. Januar, Februar. Das ist jetzt schon ein halbes Jahr alt. Ich habe es immer noch nicht released. Ja. Ist aber mal interessant, ein Let's Play in Hinterhand zu haben. Für den Fall, dass ich mal eben nicht aufnehmen kann. Das ist nämlich durchaus... Es ist keine schlechte Idee. Als hier als YouTuber, so als Content Creator. Dass du wirklich sagst, okay, vielleicht kommt mal wirklich ein Fall, wo du wirklich mal einen Monat oder so nicht aufnehmen kannst. Sei es Umzug, sei es irgendwelche anderen Umstände oder sei mal irgendwas passiert. Kann echt mal vorkommen. Und dass du trotzdem was hast, dass die Leute was an zum Anschauen haben und nicht der Kanal einen Monat lang brach liegt. So. Hallo Grenadiere. Meine Güte, wie viele Verstärkungen denn noch? Kriegen auch viele, viele, viele tolle Panzer. Ah, Grenadiere. Grenadiere sind genau wie Flammensoldaten, das ist so eine Hassliebe. Gut, was heißt da Hassliebe? Es ist Doppelhass. Ich hasse es, wenn ich sie einsetzen muss, ich hasse es, wenn der Gegner sie hat. Also einfach... Ich hasse einfach... Ich mag einfach keine Einheiten, die Friendly Fire verursachen. Sowohl durch Sterben, als auch in eigenen Einheiten, wenn sie falsch stehen. Und sowohl Grenadiere als auch Flammensoldaten schreien da förmlich nach. Und das ist halt einfach so viel unnötiges Micromanagement, dass du die Truppen immer fernhältst, oder... Oh... Na, hallo. Lass mich raten, da oben sind bestimmt Obelisken und hier sind die Kraftwerke, die ich da außenrum ausschalten kann, ja? Das schreit ja förmlich. Danach genutzt zu werden. Oh, die Map ist noch ein bisschen größer. Die Mission ist gar nicht mal schlecht gemacht, muss ich sagen. Ich habe bei den meisten Missionen reingeguckt, dachte mir, okay, nichts Besonderes, aber jetzt muss ich sagen, okay, die ist gar nicht mal so unclever gestaltet. In Ordnung. In Ordnung. Schon dabei. Guck, guck. Verstärkungen sind eingetroffen. Jawohl, Sir. Nimm das Blech auf. Kein Problem. Wird erledigt. Kein Problem. Schon dabei. Oh, ein Stahlhagelchen. Schon dabei. Bestätigt. Schon dabei. Jetzt überlegen wir es nicht. Verstärkungen sind eingetroffen. Jawohl, Sir. Oh. Jawohl, Sir. Ach, der will eh runter. Ja, das passt doch. Ich krieg nicht zufällig einen Ingenieur irgendwo. Gut,
Ich könnte mir aber auch wirklich vorstellen, dass die Missionen verhältnismäßig einfach sind. Wie gesagt, weil die auf Konsolen geeicht sind. Und Konsolenspieler, ihr dürft nicht vergessen. Jawohl, weiche auf! Ein Strategiespiel. Ich meine, heutzutage gibt es einige Strategiespiele. Ich glaube, das Thema hatten wir schon ein paar Mal. Heutzutage gibt es das ein oder andere Strategiespiel. Eins, was mir gerade einfällt, was eine gute Portierung hat, ist eben Halo Wars, weil es auch direkt für Konsolen gemacht wurde. Das sich gut mit Controller spielen lässt. Aber damals bei Konsolen, wenn du Strategiespiele wie Command & Conquer oder Age of Empires, was ich ja auch da habe, ich glaube, die Geschichten habe ich schon ein paar Mal erzählt, wenn du das da hast und du hast keine Maus extra, weil es gab ja extra Maus für Konsolen, mit Controller, du bist aufgeschmissen. Wenn du da langsam mit dem Steuerkreuz, am besten da wirklich noch bei PlayStation 1, wo es nicht mal Analogsticks gab, wo du einfach mit dem Steuerkreuz da ewig den Mauszeiger hin und her schiebst, so. Ja. Schon dabei! Schon dabei! Da tut man vieles, aber man tut's nicht einfach. Es ist nicht just do it, ne, just don't do it. Just don't do it! Und ich möchte es nochmal kurz erwähnt haben, die Menge der Spielstände, die ich hier mache, ist nicht um jetzt jeden kleinen Fehler, ihr merkt es ja, dass ich jetzt nicht bei jedem kleinen Fehler neu lade. Nur wenn es jetzt wirklich unausweichlich ist, dass es jetzt wirklich mich um eine halbe Stunde zurückwirft oder so, oder ein sehr heftiger Fehler ist, der mich jetzt ziemlich so unterstatten lässt. Die meisten Safe States, die ich hier mache, sind hauptsächlich dafür da, wie gesagt, um Sackgassen. Um Sackgassen zu vermeiden. Die dazu führen würden, wie gesagt, dass ich ewig viel Zeit verliere, was bei einem Let's Play ziemlich blöd ist. Ich möchte mal ein bisschen scouten mal, welche die beste Angriffsroute ist. Wir können auch mal den sehr verletzten Hambi verwenden, der ist eh zu nicht mehr sehr viel zu gebrauchen. Du bist schwach. Aber wie gesagt, wegen Sackgassen und zum anderen wegen Abstürzen. Oh, es gibt eh nur den einen Weg, dann hat sich das Thema erledigt. Ah, cool, dass jetzt hier Panzer sind. Jawohl, Sir! In Ordnung! Jawohl, Sir! Okay. Jawohl, bestätigt! So, meine Freunde, ihr seid die Nummer 3. Weiche auf! Ja, Sir! Nummer 1. Jawohl, Sir! Nummer 2. Jawohl, Sir! Dann seid ihr meine Nummer 4. Bestätigt! Jawohl, Sir! Und die ganzen Grenadiere, ja, existiert. Aber gut, ihr könnt euch um die Türme kümmern, eigentlich. Ja. Dann kann der Kommando ein bisschen Energie sparen. Schon dabei. Vor allem Lebensenergie. Jawohl, Sir. In Ordnung. Ja, schon dabei. Jawohl, Sir. Okay. Bestätigt. Kommt rüber. Jawohl, und ihr kommt Sir. Da lang. Breche auf. Jawohl, Sir. In Ordnung. Jawohl, Sir. Breche auf. Sofort, und verschiedene Trupps aufteilen. Jawohl, und Spaß Sir. Beim Werfen haben. Sofort, schon dabei. Jawohl, Sir. Jawohl, Sir. Aufteilen bitte. Nee, sowas. Jawohl, Sir. Jawohl, Sir. Ja, schon dabei. Verloren. Voll die Grenadierparty hier. Wird erledigt. Kein Problem. Schon dabei. Kein Problem. Schon dabei. Oh hi. Problem. Oh hi. Schon dabei. Nein. Oh, komm schon. Jetzt haben sie echt mein Kommando kaputt gemacht. Jawohl, Sir. Dann brauchen wir mal den Hambi zum Erkunden. Ich möchte nur wissen, ob ich das reinfahren kann, ohne Insta gebrutzelt zu werden. Jawohl, Sir. Lasst euch ausspähen, ihr Säcke. Jawohl, Sir. Das mit dem Ausspähen habe ich mir auch besser vorgestellt. Okay, ich glaube, wir können halbwegs unbeschadet rein. Kiche. So, runter und die Panzer bitte hier lang. Ich halte mich einfach an den Stil der Imperial Guard. Das bedeutet, je mehr Verluste, desto heldenhafter der Sieg. Obwohl die Verluste sich aktuell noch in Grenzen halten. In Ordnung. Jawohl, Sir.
Bauhof zerstören. Sind eigentlich Verstärkungen nachgekommen? Nö. Schiff, komm mal mit hoch und helf. Mach's einfach wie bei den Cybrands aus Supreme Commander. Übrigens auch ein Spiel, das ich irgendwann noch let's playen würde, vielleicht. Gerne. Einfach so Beine entwickeln und übers Land laufen. Passt schon. Ich hoffe, das war's dann auch. Weil ich meine, sehr viel mehr gibt's ja nicht mehr hier, oder? Also wir müssen noch hinten uns durchschießen, aber ich glaube, der Rest ist einfach nur unzugänglich, ne? Ich hab's einfach mal beschlossen, dass es das ist. Yay! Okay, die Missionen sind anscheinend kürzer, aber ganz ehrlich, machen wir's. Also, ich werde es mit den Missionen hier zu den Special Ops und so halten wie bei der Kampagne. Eine Folge pro Mission jetzt. Dafür werde ich, wenn meine Mission mal länger dauert, eben etwa eine Überlänge machen. Weil an sich die Anzahl der Special Ops Missionen, 10 Stück, ist wie gesagt perfekt, um den Zwischenpuffer zu schaffen, bis Iron Harvest kommt. Okay, alles klar. Das war's mit der Mission 1. Ich nenne es einfach mal Mission 1, also Special Ops 1. Hat ja sonst keinen Sondernamen. Okay. Dann mal vielen Dank fürs Zusehen. Was? Auch die Special Ops 2 hat jetzt automatisch geladen. Nein. Also so weit vorwegnehmen wollen wir. Wollte schon sagen, kann es sein, dass die Special Ops jetzt, dass das eine eigene kleine Minikampagne ist, die mehrere Missionen hat oder wie? Nee, es wird jetzt automatisch auf die zweite gehen. So übertrieben eilig haben wir es nicht. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Wir sehen uns dann bei der nächsten Folge bei Special Ops 2.